Ja, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu weiterer Part von Let's Play Pokémon Smaragd und heute wird es eine große, große Änderung in meinem Team geben. Und zwar, es wird jetzt ein gewisses ausgeblendet. Und zwar Gardevoir, denn das wird unser Team verlassen. Also nicht, dass wir es jetzt freilassen, aber es wird ab sofort keine Rücksicht mehr spielen und das aus folgendem Grund. Deswegen sind wir auch hier in Moosbach City. Ich muss kurz das Haus finden, das Richtige. War's das? Ich glaube, das sieht gut aus. Eine Mario überprüft den Pokéball. Er enthält das Pokémon Tunnel. Den Pokéball nehmen? Ja, auf alle Fälle. Denn hier im Haus von Troy bekommen wir tatsächlich das seltene Tunnel. Und das wird später zu einem Meter groß. Und ja, ich habe gesagt, wir werden das auf alle Fälle ausnutzen. Sprich, mein Ziel ist heute, ein Meter groß im Team zu haben. Heißt natürlich ein bisschen Offscreen-Leveln. Und ja, wir werden mal gucken. Und vor allem, wir können sowieso heute noch ein bisschen leveln, denn... Soweit ich weiß, Bruder Lander hat ja noch, glaube ich, den EP-Teiler. So ist es. Den nehme ich natürlich ab. Und geben gleich direkt weiter an Tunnel. An der Stelle nochmal vielen Dank natürlich an Gardevoir. War eines der ersten, die ich tatsächlich mit aufgezogen habe. Ja, aber jetzt ist es halt mal an der Zeit wieder für eine kleine Änderung. Vor allem, ich habe halt extra nachgeguckt, nochmal, was für Typen Meter groß hatte. Und naja, es hat halt im Vergleich zu Gardevoir tatsächlich den Stahltypen noch dabei. Und in Gen 3 bis 5 ist tatsächlich nur Feuer und Boden das Einzige, was Meter groß, ich sag mal, verwundert. Also grob verwundert. Also Geist und Unlicht spielen da eher weniger eine Rolle. Also das gleicht sich zumindest ein bisschen aus aufgrund des Stahltypens. An der Stelle, da sieht man, wie krass der Stahltyp eigentlich zu dem Zeitpunkt war. So, und wir gehen weiter nach Graveport City. Dort gibt es ja noch immer das Bootsticket, was wir einlösen können bei der MS Tides. Ich glaube, das ist hier der Hafen. So ist es. Ja, da steht schon die Fähre. Nice! Hallo, möchtest du mit der Fähre fahren? Zeigst du mir bitte dein Ticket. Perfekt, damit kannst du an Bord. Und wo soll die Reise hingehen? Nach Sigrasulp City kann ich, okay. Ja, dann bitte. Warte, komme ich da jetzt einfach nur dorthin oder bin ich jetzt auf dem Schiff auch drauf? Ich wollte gerade sagen, würde sonst keinen Sinn machen. Und hier ist auch der liebe Scott. Hallo, Nemado, Nemado. Irgendetwas Großes wird passieren, daher habe ich es eilig. Aber ich habe mich gefreut, dich zu treffen. Herzlichen Glückwunsch, Champ der Pokémon-Liga. Jemanden wie dich würde ich gerne einladen. Es gibt einen besonderen Ort. Und zwar die Kampfzone. Was das für ein Ort ist, schau ihn dir einfach an. Ich habe mich bereits mit dem Kapitän darüber unterhalten. Nächstes Mal, wenn du die Fähre nimmst, kannst du zur Kampfzone fahren. Okay, Nemado, ich erwarte dich also in der Kampfzone. Ja gut, ich muss sagen, es ist eine Sache, die uns relativ egal sein wird. Denn Kampfzone ist halt, ja... Ihr kennt's, alle Level 50 und es wird gekämpft. Diese Fähre ist so konstruiert, dass sie auch durch starke Strömungen fahren kann. Wir hoffen, du genießt die Reise mit uns. Schau dich ruhig auf dem Schiff um. Ja, wenn er kommt, dann hätte er mich ja eigentlich wo ablassen können, nicht wahr? Rein angenommen. Und hier ist schon der erste Gegnerkampf. Die werte Lena, ich fühle mich etwas albern, aber die Liebe gibt mir Kraft. Okay, ist das ein Doppelkampf direkt? Scheint so. Ja, ist es. Das junge Glück mal wieder, nicht wahr? Libiskus und Libiskus, das passt irgendwie. Level 45, alles klar? Die fahren gleich eine andere Schiene mit uns. Wobei, komm, wir sind Champion, da muss ich mich nicht mehr irgendwie fürchten. Da brauche ich mich gar nicht fürchten. Ja, eventuell schaffen wir es sogar jetzt auf diesem Schiff sogar, gleich direkt mal das Tunnel zu entwickeln auf Metang. Bei Level 40 wird es dann zum Meter groß. Oder 45, also irgendwas im Bereich von 40 war es. Ich meine, das geht sowieso relativ rasant, ihr seht schon. Ja gut, wenn es nur Level 5 ist, ist auch klar. Im Doppelkampf ist gar nicht allzu gut, weil da werden die EP noch mehr aufgeteilt. Ja, den Rest werden wir eben, wie gesagt, mit Offline-Leveling machen. Aber wir werden auf alle Fälle die Entwicklung zum Meter groß miterleben. Also die werde ich natürlich aufnehmen. Ja, und mehr als für den heutigen Park hatte ich geplant. Beim nächsten Mal steht natürlich wieder Legejagen an, aber ich brauchte jetzt einmal eine Pause gleich direkt, weil das mit den drei Golem-Pokémon, das hat mich schon genug abgefuckt. Das ist leer, okay. Allgemein die ganze Geschichte ist hier leer. Lol, stimmt, hatten die auch einen Mistkübel? Einen Eimer? Nee, hatten die nicht. Gut, dann ist das wirklich clean. Hey, viel größer ist es gar nicht, kann das sein? Hier ist wieder wer.
Ja, bezüglich der Kampfzone, also es gibt eine besondere Sache noch, und zwar, man kann dort Mogelbaum und Farbigel fangen. Auf einem relativ hohen Level. Das heißt, wer eins von den beiden will, kann dorthin gehen. Und man kann dort tatsächlich Lehrer werden, also andere Trainer trainieren als Champ. Und da kann es sein, dass man mit denen gemeinsam kämpft, beziehungsweise man hat die als Teammates, je nachdem, was man halt für Kämpfe in der Kampfzone macht. Also, ja, es ist ein bisschen verbessert worden, aber wie gesagt, wir werden uns die Kampfzone nicht wirklich angucken. Vielleicht fahren wir kurz hin und schauen allgemein, wie das aussieht und so, aber ich werde da jetzt keine Kämpfe oder so machen. So, Tunnel steckt weiter, das passt. Waren jetzt nur 700, weil es wieder nur ein fucking Azumarill war. Mann, die bringt so wenig Level. Ist sie wirklich schon Ende tatsächlich, okay. Also ist sie wirklich nur einmal so ein Raum und das war's. Was haben wir hier? Leer. Es werden hoffentlich mehr sein als nur ein paar Trainerkämpfe. Komm, da ist sicher irgendwo eine TM. Ich weiß es ganz genau, da ist sicher irgendwo eine. Okay, Voltenso gegen Voltenso. Das können wir gerne machen. Und es ist sogar relativ ausgeglichen, sehe ich gerade. Ja, klar, ich krieg die Statik ab. War auch nicht anders zu erwarten. Funkensprung. Er ist jetzt auch paralysiert. Ah, immer wieder schön, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht. Es wäre egal gewesen, was ich eingesetzt hätte. Ich hätte das abbekommen. Und bevor ich jetzt beim Donnerblitz so lange brauche, gehen wir gleich direkt auf Biss. Und nochmal ein Voltenso. Gut, aber diesmal nicht. Jetzt wird's Zeit für Kamerupts. Erstmal schönes Erdbeben natürlich. Aber ich hatte wirklich schon die Befürchtung, dass es eventuell vorkommt, dass da jetzt Trainer sind, die halt nicht mal ansatzweise irgendwie an uns rankommen. Ich habe mir allgemein mal die Liste mit den Rematches und so angeguckt. Bei den Arena-Leitern ist es ja auch so, dass die mehrere Klassen haben. Also sprich, die werden je nach Rematch immer stärker und stärker. Irgendwie 4 Level oder so habe ich gelesen. Das heißt, beim letzten dann haben sie dann schon 50er-Team. Also eigentlich gleichzusetzen mit so einem Top-4-Mitglied. Joa. Wir könnten es zwar machen, aber da werde ich ein Alt. Ohne Witz. Also gegen jeden Arena-Leiter nochmal 4-mal kämpfen. Okay, wir könnten es machen, aber mehr als Geld bringt es mir ehrlich gesagt nicht. Okay, stimmt, ich muss mich kurz noch heilen. Ganz, ganz wichtig. Also zumindest mit einem Lava-Keks. Die Dinger führe ich ja auch noch immer mit mir rum. Ja, irgendwie nie verbraucht. Liegt doch daran, dass da nie mehr Statuswerte kamen. Hallo, ich verhalte mich überhaupt nicht verdächtig. Hier, das ist für dich. Es kostet dich nichts. Ehrlich, ich habe es nicht von jemandem übernommen. Das würde ich nie tun. Es ist sauber, nimm es ruhig. Ich wusste es, dass da irgendwo eine TM kommt. Aber ich war schon fast davon überzeugt, dass die in irgendeinem Ding ist. Übernahme. Ja gut, leider nicht so eine TM, die ich erhofft hatte. Aber juckt nicht. Ja, das ist der nächste Kampf, oder? So ist es. Her mit den Leveln. Nur ein Pokémon. Okay, dafür wahrscheinlich ein stärkeres. Nee, nicht ein Sengo. Oh, die Dinger, die können nerven. Das wissen wir schon. Bitte werd One-Hits. Danke. Das letzte Mal, wo ich, glaube ich, ein Sengo gesehen habe, ging es nämlich ein bisschen böse aus. Gut, das war, glaube ich, auch ein Teamkampf. Leider. Ich habe das noch im Kopf. Also, mich hat ein Sengo auf alle Fälle mal einmal ein Pokémon geklatscht. Der ist auch schon ein bisschen verdächtig. Auch wieder leer. Ach komm, ist überhaupt in irgendwas was drin? Irgendwie nicht. Will der auch? Ah, das ist der Brack? Willkommen an Bord, Nemado. Ich bin jetzt der Kapitän der MS Tides. Du kannst mich ab sofort Kapitän Brack nennen. Ich war zwar schon in Rente gegangen, aber als ich dieses majestätische Schiff gesehen habe, lass es mich so sagen, es weckte die schlafende Seele des Seemannes in mir. Okay, nice. Und ich habe mal wieder doppelt gedrückt. Okay. Wobei ich jetzt mir eigentlich denken können, wenn schon das Wingull daneben wäre. Schade, dass sich die nicht wieder gegenseitig jagen. Das wäre schon nice gewesen.
Also ich hätte gefeiert. Oh, das ist eine Lady. Oh, die bringt viel Cash. Jetzt kann ich nicht mal gerade Y setzen, weil ich habe ich ja gar nicht mehr mit. Ah, Log dürfte okay. Rosile kann ich nicht so viel, das ist das Gute. Müssen wir kurz mal mit Biss ein bisschen überwinden, ne? Aber noch immer keins dabei, was irgendwie mehr EP bringen würde. Bitte, so geil wäre noch ein Chainera oder so. Das würde ich richtig fühlen. Da geht's in Rasanz. Und mittlerweile reichen auch 700 EP nicht mehr bei Tunnel aus. Ja gut, okay. Dann sind die schnellen Levelsteigungen jetzt leider vorbei. Okay, was haben wir noch? Die letzte Kammer. Ich segle oft nach Segra Soul City. Ja, wohin denn noch sonst? Gibt ja eigentlich nur die zwei Häfen, wenn man das so sagen will. Ich meine, nach Bosbach City könnte man natürlich auch, aber... Ja, 6 Pokémon, alles klar. Eneko. Auf 22, lame. Lame, lame, lame. Instant One-Hits, war auch klar. Na gut, das reicht dafür jetzt aus. So, nochmal ein Eko. Och komm ey, also sag jetzt nicht, der hat nur Level 22er in Ekos. Das wäre ein bisschen mehr so langweilig. 36, okay, jetzt geht's auf einmal nach oben. ich wollte schon fast Tunnel selbst mal einwechseln. Eventuell vielleicht, aber wenn da jetzt der Levelunterschied so groß ist, dann keine Ahnung, was da alles noch kommt. Auf einmal kommt er mit einem Level 70er oder so daher. Das wäre natürlich krass. Ich mach's trotzdem mal, let's go. Stimmt, ich habe noch gar nicht durchgelesen. Was kann Tunnel eigentlich alles? Bodycheck. Wow. Egal, ich wechsle ihn mal ein. Einfach nur mal das Gefühl, dass ich ihn habe. Glaubst du gar nicht, dass da eigentlich so eine mächtige Geschichte daraus mal wird? 40. 40. Finte. Das war übrigens jetzt der Beweis, also dass der Psychotyp da egal ist. Ja, aber wahrzunehmen. Okay, gut, das kannst du vergessen. Habe ich irgendwas mit Kampf? Nee, eigentlich nicht, oder? Ja gut, dann muss wohl Tenso wieder her. Wir lassen ihn das fertig machen. Aber immerhin habe ich ihn bei dem jetzt eingesetzt. Den Tunnel. Das heißt, er kriegt 3/4 von den EP aufgrund des EP-Teilers. Weil es wird jetzt eigentlich schon halbiert. Halbe. Aber jetzt wird das, wo Voltenso bekommt, auch nochmal halbiert wegen EP-Teiler. Deswegen, er kriegt 138 und Tunnel 405. Ja, hört sich ein bisschen ungerecht an, aber ist halt so. Das ist halt Pokémon. Level 12, also wieso kommt da jetzt ein 12er? Ja, da hätte ich jetzt Tunnel durch einsetzen können. Boah, belastend. Wieder in Eko. Okay, das setzt 6-mal in Eko wirklich ein. Dafür alles unter verschiedenen Level. 12, 22, 36, 30 jetzt, davor noch einmal 40. Jetzt kommt nochmal so ein Level 6er, let's go. Tunnel 17, passt. Ne, jetzt kommt die Weiterentwicklung, Enokoro. Dass er wenigstens eins davon hat. Welches Level? 42, okay, das ist das Stärkste. An der Stelle, ich finde Enokoro ein richtig cooles Pokémon. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir voll. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eins meiner Lieblings-Pokémon ist, aber ich jedes Mal, wenn ich es sehe, keine Ahnung, ich finde es einfach nice. Gut, und das bedeutet, wir haben das eigentlich schon fast geschafft. Also, eigentlich, wir sind fertig. Brauchen wir gar nicht diskutieren. That's it, liebe Leute. Pio. Mann, warum kannst du da nicht rumjagen? Ohne Witz jetzt. Ich
glaube, sonst wäre jetzt nichts mehr. Hier ist noch ein Typ, den könnte ich noch ansprechen. Will der auch kämpfen? Schau dir ruhig die andere. Ach so, lol, da gibt's noch mehr. Ah, tatsächlich. Okay, und die wollen auch kämpfen. Gut, also wir sind noch nicht ganz fertig. Ja gut, dann wird es doch ein durchschnittlicher Part. Freut mich. Also, ich hatte schon Angst, dass wir da relativ schnell durch sind und dann so einen 15-Minuten-Part hinlegen. Ja? Aber wenn es so bleibt, ist er nice. Dann lohnt sich dir wenigstens. Bei den nächsten Parts ist das sowieso unwahrscheinlich, wie lang die werden. Vor allem, ich muss mir erstmal durchlesen, wie ich die ganzen Legis eigentlich kriege, die nächsten, die jetzt kommen. Also Rayquaza ist klar, aber was danach kommt, also mit Groudon und Kyogre, da habe ich schon gesehen, da gibt es irgendwie so ein gewisses Schema, was man wieder verfolgen muss, genauso wie bei den drei Golem-Pokémon. Wie man da drauf kommen soll, ich habe keinen blassen Schimmer. Aber Hauptsache Rayquaza macht es ja einfach. Wieder beim Himmelturm hinsetzen, let's go. Also ich will sogar überlegen, ob wir den vielleicht als erstes bringen. Auch wieder leer. Hä? Das sind nur die zwei? Wir hoffen, du genießt die Reise mit uns. Schau dich ruhig auf dem Schiff um. Ja, danke für die Info. Ich dachte gerade so, deine Zeit ist abgelaufen. Du musst dich jetzt verpissen. Das war jetzt der gleiche Sound, wie man ihn von der Safari-Zone kennt. Ich dachte gerade, mach Holo. 43 vor allem. Hatte drei Pokémon. Eventuell hat er jetzt dann einen Marshock und dann noch einen Machomai. Das wäre es endlich mal, dass wir es so jetzt auch mal sehen. Tunnel 19. Gut, das Marshock haben wir hier schon mal. Ich glaube, das könnte echt was werden. Jetzt mit Level 20 schon mal. Wann entwickelt sich der nochmal das erste Mal? Ich war sogar 20? Nee, ich glaube erst später. An der Stelle, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, ich habe gelesen, 25 die erste und 40 die zweite bei Tunnel. Also dann zum Meter groß. Zuerst Metang und dann Meter groß natürlich. Bin mir aber unsicher, was das angeht. Nee, Pelipper ist das andere, was er hat. Passt ja so gut ins System gerade rein, aber mir soll es recht sein. Vierfachschwäche Elektro nehme ich natürlich gerne mit. Ach nee, jetzt fängt der so an. Ich hätte es mir natürlich denken können. Ich glaube, ich habe das schon in irgendeinem Part erzählt. Ich erzähle es gerne nochmal. Das ist so ein Grund, warum ich mir keine Weltmeisterschaften von Pokémon angucke. Weil jeder irgendwie Schutzschild beherrscht und immer das einsetzt. Weiß ich warum, aber das ist so eine Sache, da könnte ich ausflippen. Das ist überhaupt nichts für mich, Leute. Okay, es war 20, wo sich Tunnel entwickelt hat. Gut, das heißt, wir sind schon mal die erste. Yay! Glückwunsch, Tunnel wurde zum Metang. Und Metang erlernt die Konfusion, immerhin etwas. Und eine Metallklaue. Klar, bei der Entwicklung geht es auf einmal rasant. So, die Mülleimer natürlich nochmal kurz überprüfen. Leer? Sind jetzt echt alle wieder leer, oder was? Ne, hier, Überreste. Oh, warte, Überreste ist nice. Das war dieses Ding, wo du jede Runde, glaube ich, KP aufgefüllt bekommen hast. Ja, und dann war es das jetzt wirklich. Okay, Leute. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich jetzt das Ding verlasse, mit dem Typen da unten spreche. Du hast Kapine 2, das Bett ist... Ach so. Also ich muss mich hier jetzt ausruhen. Gut, das ist ein Heal, alles klar. Falls man hier natürlich Probleme hat, lol. Ich meine, könnte ja passieren, aber ist nicht passiert. Wir sind angekommen, freut mich. So, da sind wir.
Das bedeutet, wir sind jetzt in Segras Hulp City, so ist es. Die schöne Stadt mit dem wunderbaren Einkaufszentrum. Gut, Leute, ich würde sagen, ich werde mich kurz mal ranmachen und wir sehen uns gleich wieder, wenn sich Metang zu Metang groß entwickelt. Hey, Metang entwickelt sich. An der Stelle, ich habe genau die Stellen vertauscht. Es war bei 20 und bei 45, nicht bei 25 und 40. Das habe ich vertauscht. Also bei 45 entwickelt sich Metang zu schlussendlich Metagroß. Hier haben wir's. Natürlich mit Sonderbonbons an der Stelle, also für alle, die sich jetzt wundern, nee, ich habe natürlich jetzt nicht eine Stunde irgendwie so getrainiert, das wäre ein bisschen, das wird sehr lange dauern. Ich habe das jetzt kurz mit Sonderbonbons mal beschleunigt. So, und ich will natürlich kurz mal den Bericht zeigen, ja? Also, bis dahin hat Metagross Psychokinese erlernt, Metallklaue wisst ihr, Grimasse auch noch, ist auch nicht schlecht. Wir könnten das Ganze jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, mehr ausreizen, je nachdem, was er überhaupt noch erlernen kann. Seine Werte sind noch interessant. Angriff 143, Verteidigung 131. Okay, also der ist ein absolutes Monster, was den Normalangriff angeht. Auch nicht schlecht. Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, die man ihm sicher lernen könnte, ne? Was habe ich noch alles an TMs? Da gibt es sicher einiges. Soweit ich weiß, kann er, Eisenschweif kann er sicher nicht erlernen. Erdbeben kann er eventuell erlernen. Erdbeben kann er sicher erlernen, let's go. Also ich werde es ihm jetzt nicht erlernen, aber ich will es nochmal austesten, ne? Ja, kann er. Gut, Erdbeben können auch viele erlernen. Psychokinese kann er schon. Durchbruch, glaube ich, wäre eine Sache, die er lernen könnte. Weil er kann ja auch Hammerarm und so weiter. Also Kampfattacken, ne? Ja, so ist es. Boah, da werde ich mir ganz genau überlegen, ob ich ihm überhaupt irgendwas beibringe. Stahlflügel wird nicht gehen. Übernahme steht, die Effekte der gegnerischen Attacke. Gut, das brauchen wir auch alles nicht. Joa. Also am ersten würde ich ihm, glaube ich, nochmal Erdbeben beibringen. Wenn er sich selber lernen kann. Da werde ich mich erstmal umgucken. Aber ja, beim nächsten Mal wird Metagross auf alle Fälle bei Level 50 sein. Also wo die anderen auch sind. Ne, Blödsinn. Beim nächsten Mal sind alle sowieso auf Level 65 bis 70 oben. Weil das werden wir brauchen gegen die Legis. Ansonsten haben wir gar keine Chance. Weil die sind ein bisschen stärker. Ja, also da wird es ein bisschen mehr sein. Bis dahin wird er sich einige Attacken gelernt haben. Also bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, ciao.